Hi, du möchtest lernen zu programmieren oder kannst es bereits und suchst einfach nur eine schöne, übersichtliche Entwicklungsumgebung für die gängigsten Programmiersprachen? Dann könnte die intelligente Entwicklungsumgebung von JetBrains genau das Richtige für dich sein. Die JetBrains IDE kann alles, was eine moderne und vor allem gute IDE können muss und ist für Studenten während des Studiums kostenlos nutzbar. Empfehlenswert ist es, direkt die Toolbox zu installieren. Denn dabei handelt es sich um eine Management-Software, mit der du all deine JetBrains-Programme mit nur einem Klick verwalten kannst. Wenn du die gewünschte Software das erste Mal startest, öffnet sich ein Fenster, das relativ leer ist. Nachdem ein neues Projekt angelegt wurde, gibt es erst einmal keine allzu offensichtlichen Unterschiede zu vergleichbarer Software. Was die IDE von JetBrains meiner Meinung nach enorm von anderen IDEs unterscheidet, fällt erst auf, wenn man mit ihr arbeitet. Der Code-Editor zeigt standardmäßig ziemlich viel an, ohne dabei zu überfordern. Eine Endlosschleife beispielsweise wird deutlich mit gelblicher Hinterlegung gekennzeichnet. Zeilen, die der Compiler niemals erreichen kann, werden ausgegraut und zueinander gehörende Klammern werden markiert. Wem das jedoch zu bunt wird, der kann sämtliche Hervorhebungen nach Belieben anpassen und muss dabei nicht mal auf die Hinweise des Editors verzichten. Warnungen zeigt die IDE nämlich dennoch an. Einige Strukturen, wie die Vorschleife oder das Switch, können vom Editor sogar via Codevervollständigung automatisch erzeugt werden. Das JetBrains Entwicklerteam hat bei ihrer Software auf einen guten Plugin-Support geachtet. Somit ist es möglich, seine Anwendungen direkt mit GitHub zu synchronisieren oder sogar in Echtzeit mit anderen Leuten zusammen zu coden. Dies ist über das Plugin CodeRiffle möglich. Nur ein User muss hierfür die gewünschte Software von JetBrains besitzen und eine CodeRiffle-Sitzung erstellen. Die beitretenden User laden sich lediglich via Link einen Zugangsclient herunter. JetBrains ist eine Bereicherung für jeden Studierenden, der etwas mit Programmierung oder Webdesign zu tun hat. Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings dann doch, nämlich ist das JetBrains-Interface ausschließlich in englischer Sprache vorzufinden.